Ja, und damit wünsche euch auch ich euch einen wunderschönen Donnerstag heute. Willkommen zur heutigen Folge Animal Crossing. Ja, das Wochenende ist in greifbarer Nähe. Ich hoffe, ihr habt schöne Pläne fürs Wochenende. Und ja, machen wir doch mal wieder eine kleine tägliche Runde. Erstmal in den Briefkasten gucken. Was hat uns Rüdiger denn Schönes geschickt? Hallo Legende, stehst du auf Kunst und so? Ich habe neulich beim Aufräumen das hier gefunden und muss ständig darüber nachdenken. Deswegen bist du jetzt an der Reihe. Viel Vergnügen damit, Denker Rüdiger. 100 Pro schenkt er uns wieder eine Fälschung. Ich könnte es wetten. Wir haben doch schon mal... Von wem haben wir denn damals das Geschenk bekommen? Von Atze oder von Rüdiger, glaube ich, war es. Meine ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Da haben wir auch ein Gemälde bekommen. Aber es war eine Fälschung. Also richtig frech, ne? Und dann wollten wir es... Yay, voll cool. Bringen wir es doch gleich ins Museum. Und was ist? Es ist eine Fälschung. So kackfrech Fälschung geschenkt. Ja, Gulliver war gestern auch bei mir zu Besuch. Er lag mir quasi vor der Haustür. Ganz frech. Tja, allein los, Kaidachan. Dank deiner Hilfe bin ich wieder bei meiner Mannschaft. Der Mart hat die Augen gerollt und der Smoothie gesäuft. So sieht wieder Sehensfreude aus. Jedenfalls hast du hier ein Geschenk von meinen Reisen. Gulliver der Seemann. Na denn. Gucken wir mal, was wir bekommen haben, Schönes. Also. Eine Prachtskulptur, die ist 100 pro. 100 pro Fälschung. Aber wir können es ja trotzdem ins Museum bringen. Eine Moai-Statue. Fesch. Ich bin jetzt nur gerade am überlegen, wo ich das hinpacke, weil mein Lager ist voll. Mein Lager ist voll. Stellen wir das Ding doch einfach mal hier hin. Ja, hier liegt haufenweise Zeug für Arkay rum, das er immer noch nicht abgeholt hat. Ich werde da mal drauf drängen, dass er heute Abend oder morgen das mal macht, weil ich will doch Platz haben hier. Ja, Gießkanne nehmen wir zur Hand und gießen eine Runde. Das war jetzt eigentlich ziemlich dumm. Aber okay. So, so rum. Ach ja. Auf dass sie sich fleißig vermehren, meine Blümchen. Yay, ich habe wieder eine Goldrose. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte fix die Goldgießkanne. Auf dass meine Röschen zu Goldröschen werden. Excuse me. Hinterher, nein. Hinterher. Wo ist es? Ja, super. Das ist jetzt eher ungünstig. Liebes Geschenk, das ist echt maximal ungünstig, was du hier treibst. Das war so klar. So, mir fällt gerade ein, ich muss diese Moai-Statue ja noch katalogisieren. In der Animal Crossing New Horizons Guide App. Das wäre erledigt und dann können wir weiter. Hier ist ja praktischerweise direkt der gute Atze. Lass uns plaudern, mein Lieber. Ja, ja, Atze immer mit seiner sonnigen Grundeinstellung. Mina ist da. Direkt mal abhaken hier. Was ist denn los, Natalia?
Nein, ich will keine Halbrandbrille, Natalia. Ja, ich frage mich, was das für ein Vöglein war, liebe Natalia, weil nein, ich will keine Halbrandbrille. Hm. Ist gut, Natalia, her damit. Mareile, stopp. Ja, wir haben halt auch richtig schönes Wetter. Das ist echt toll, dass wir hier... Wir haben in letzter Zeit echt schönes Wetter, die letzten Tage. Also wir hatten schon lange kein Regenwetter mehr. Finde ich ganz nice. Weil, ja, das ist so, also so richtig typisch Frühling. Es fängt an mit eher verregneten und Schlechtwettertagen und dann wird es immer besser, das Wetter. Von daher, ja, ich bin jetzt auch mal gespannt. Es ist jetzt nächstes Wochenende für euch, tatsächlich jetzt das kommende. Ist ja schon Ostern, daher bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wann es losgeht mit dem Häschentag-Event. Ja, wir müssen starke Nerven haben wieder. Auf Gutes gelingen uns allen. So, zu Minna gehen wir dann gleich, aber erstmal holen wir uns kurz unsere täglichen Meilen ab. Ach, der gute Tom. ja, hopp, 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 hopp. Los, die Zuschauer haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wir haben nur eine begrenzte Zeit hier. Ich glaube, das habe ich schon. Ich guck mal sicherheitshalber nach, liebe Leute. Oh, das habe ich tatsächlich noch gar nicht. Dann ist das hiermit bestellt. So. Weiter im Text. So. Uns fehlen noch einige Leute hier. Meine, wo stehe ich? Minna, wir kommen gleich. Wir müssen noch mal kurz unseren Rübenpreis checken. Der ist gerade ein bisschen wichtiger. Fünffach Meilen. Nice. Ja, wir haben zigtausend Meilen. Das ist schon fast ein bisschen schlimm hier. So, was sagt der Rübenpreis? Ich bin nicht amused, wenn wir einen schlechten Preis haben. Ich müsste echt... Also langsam kriege ich ein bisschen Angst. Weil ich muss wirklich die Dinger verkaufen, eigentlich. Oh mein Gott. Das sieht schlecht aus, liebe Leute. Oh, ich muss echt gucken, dass ich noch einen vernünftigen Preis bekomme. Nee, alles gut. Naja, morgen besteht eventuell... Ich habe jetzt gerade mal in der Animal Crossing New Horizons Guide App geguckt und da kann man sich die Preise, die Wahrscheinlichkeit, was für Preise man bekommt, berechnen lassen. Und es besteht immerhin noch eine Chance, dass wir morgen bis zu 133 Sternis noch bekommen. Das wäre ziemlich nice. Weil, ja... Das ist jetzt halt nicht so cool, wenn wir mit Verlust die verkaufen müssten oder so. Ach ja, unser schönes Eckchen hier. Ich glaube, ich muss hier noch einen Wassereimer hinstellen. Ist mir so die Tage gekommen, dass der da eigentlich ganz gut hinpassen würde. Ja,
Dann schauen wir mal nach unserer Flaschenpost. In die Schneiderei gucken wir nachher. Ah, perfekt, da liegt sie doch direkt. Jo, was sagt die Flaschenpost? Von Rollo kriegen wir was. Eine Rohholzbank, toll, die haben wir schon. Nice. Dann düsen wir runter. An unserem Privatstrand und schmeißen das für Arkay mit dazu. Also Arkay, wenn du das hier siehst, gut, dann hast du alles schon. Aber hier wartet einiges auf dich, Arkay. Hallo Puck. Lass mal quatschen kurz. Ach komm, Puck, dein Ernst? Ich möchte doch mal... Puck, das ist jetzt... unschön. Nennen wir es... Lass mich durch, Fräulein! Komm, Puck, willst du nicht aufstehen? Ja, ja, braver Puck. Komm. Alles klar. Dominik ist nicht zu Hause. So viele Wasserfälle sind halt richtig laut. Ach, da, wunderbar, da läuft er rum. Dominik! Ja, gönn dir, Dominik. Ach so, ja, Mareile. Fail. So, oh, Rüdiger ist zu Hause. Wunderbar. Ich hoffe, wir finden Bertha schnell, weil Bertha ist uns ja immer noch ein Foto schuldig. Ich weiß nicht, seit wie vielen Wochen. Falls ihr aufgepasst habt und mitgezählt habt, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, seit wie vielen Wochen wir jetzt schon ein Foto von Bertha brauchen. Noch. Weil wir haben ja schon alle, und zwar schon eine ganze Weile. Deswegen, da würde mich jetzt echt mal interessieren, wie lange wir schon an Bertha dran sind, dass die uns endlich ihr Foto gibt. Ach, Rüdiger, du bist so lustig. Rüdiger hat eine ganz geheime Sammlung. Er sammelt Sammlerstücke. Wow. Oh Gott, Rüdiger. Alles mit Bonbonpapier und Zehennägel. Bist du des Wahnsinns? Oh, nein, Rüdiger. Na lecker. Hoffentlich ist von euch keiner gerade am Essen. Oder hat einen starken Magen. Aber das ist ja echt jetzt sehr... Zehennägel. Eine Sammlung aus Zehennägeln. Das ist ja... Rüdiger. Das tut man nicht. So. Das kommt in den Geldbeutel. Hier hätte ich gern 10.000 zum... Perfekt. Jetzt hoffen wir auf Bertha. Bertha ist zu Hause. Jetzt will ich mal stark für Fräulein Bertha hoffen, dass sie uns ein Foto schenkt. Alles andere wäre nie inakzeptabel, okay. Und eine Bastelanleitung, die wir gebrauchen können. Die habe ich schon. Ganz toll. Und ich glaube, Akai hat die auch schon. Ach, Bertha. Ja. Also, dass Bertha sich damit wohlfühlt, das merkt man. Die hat es ja ständig an, das Kleid. Und ich finde, es steht ihr echt toll. Natürlich siehst du gut aus, Bertha. So.
Und jetzt sei bitte so nett und gib uns ein Foto. Bitte. Danke. Komm schon. Bitte. Bertha. Bitte. Ich meine, Damenhandfo ist ganz nice, aber... Foto. Mann. That's not nice. Aber wir können uns ja trotzdem den Damenhandfo mal angucken. Einfach so... Rein aus Interesse, jetzt nicht gerade direkt in deinem Bäumchen, aber. Der ist hübsch und er erinnert mich an Mulan. Okay. Ist genehmigt, Bertha. Der ist süß, der Damenhanfu. Das ist ausnahmsweise okay. Hallo, kleines Bienchen. Alles klar, Bienchen. Wolli ist nicht zu Hause, aber Wolli fehlt uns noch. Hallo? Bei Atze waren wir ja schon. Oh, ich muss noch Blümchen gießen, fällt mir gerade ein. Gieße erstmal die hier. Ich muss noch da hinten bei mir am Hintermuseum die Blümchen gießen, fällt mir gerade ein. Aber schauen wir erstmal nach Walter. Vielleicht ist da ja auch Wolli toll. Toll, Walter. Ich hab dich auch lieb. Super. Walter und Wolli sind lost. Das ist jetzt mal wieder ganz toll. Meine Begeisterung kennt keine Grenzen. Hallo, Walter und Wolli, seid ihr irgendwo? Nee. Das kam mir gerade vor, als ob da jemand rumläuft. Aber das war wohl Einbildung. Hallo. Walter und Wolli, bitte. Walter und Wolli, bitte. Herr Walter und Frau Wolli, bitte. Hallo. Hallo. Wo sind sie dann? Dann gucken wir halt kurz in die Schneiderei. Vielleicht sind sie da, ja. Wetten, ich bin an einem von beiden schon vorbeigerannt und hab's voll übersehen. Ach, wunderbar. Hier haben wir schon mal Wolli. Aber Walter bleibt immer noch verschwunden. Ja, aber ich will erst noch mit der Sina quatschen. Klar, grün-weißes klare Muster auf eine Schürze. ja. Wolli, du. Ich hab dich lieb, Wolli, aber du stehst im Weg. Danke. Ich will mal kurz hier reingucken. Nee. Oh, das ist hübsch. Oder? Oder nicht so? Ich bin unschlüssig. Aber die Diner-Uniform ist ganz süß. Ich glaube, ich gehe nachher mal einkaufen. Kurz eine Runde, weil das dauert sonst wieder zu lange. Okay, wir kaufen offscreen ein. Wir kaufen offscreen ein. Und sehen zu, dass wir jetzt noch... Entweder wir gucken, ja... Na, mal gucken, ob wir Walter vielleicht noch über den Weg laufen, weil ich möchte noch kurz zu meinen Blümchen, die noch gießen muss. Und wenn wir Walter nicht über den Weg laufen, wir werden den jetzt nicht ewig suchen. Sehe ich ja mal gar nicht euch hier. Dann
werden wir... Ja, hier wollte ich kurz gießen. Ja, Walter, dann hast du Pech gehabt. Ganz ehrlich. Sehe ich hier überhaupt nicht ein. Warum soll ich ewig hinter Walter herrennen, ha? Ich meine, wenn der einfach sich versteckt, sehe ich halt irgendwie nicht so wirklich ein, dass ich den jetzt ewig suchen soll und euch damit langweilen soll, wisst ihr? Dann gehen wir lieber zu Minna und machen noch kurz ihren Modedingens. Vielleicht taucht dann ja auch Walter auf. Hallo? So, bin ich am Schirm hängen geblieben. Weißt du vielleicht jemand, wo Walter ist? Gehen sofort zu Minna, aber ich möchte noch mal ganz kurz hier runter gucken. Vielleicht latscht der ja hier am Strand rum. Okay, irgendwie nicht so. Achtung, Atze. Heiß und fertig. Und Marei, lass mich durch, danke. Hallo, Minna. Ja. Oh, Formellkleidung. Okay, da haben wir was. Ich würde fast sagen, ich brauche mich dafür überhaupt nicht umziehen. Ach so, irgendwas, was ich für einen Restaurantbesuch oder sowas eignen würde. Und dann gibt es mir eine Kellnerkleidung. Hallo, Minna, bist du dappisch? Ich glaube, da muss ich gar nichts anders machen. Das passt so, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht gerade passend, aber ich denke, das passt so formell, was ich so anhab. Los, ziehen wir das. Ach so, ich soll... Mann, Minna. Du bist aber auch wählerisch hier. Atze, darf ich? Danke. Minna ist aber echt schlimm. Warum soll ich jetzt noch eine Hose dazu anziehen? Das sieht doch gut aus so. So, Geschenke haben wir eingepackt. Ich glaube, wir haben keinen Platz mehr im Lager, ne? Ja. Dann... Ja, egal. Ziehen wir dazu eine Hose an. Irgendein Unterteil, Jo, ach so, nee, wir müssen ja aufpassen, es muss ja formell sein. Haben wir irgendwas Schickes, Formelles? So ein Röckchen. Ja, vielleicht so ein Marinerock, oder? Oder ein Minirock, weiß nicht. Oh, bestimmt die Paillettenshorts. Ich habe keine Ahnung, was formell ist. Lassen wir das einfach mal so. Hoffen wir, dass Minna zufrieden ist. Minna! Bitte. Ja. Okay, wir waren nicht gut genug, dass Madame uns was schenkt. Super. Danke für nichts, Minna. Ah, Atze, lass mich doch bitte durch, danke. So, ich räume jetzt noch ganz kurz mein Krams hier weg. Und dann... schauen wir noch mal ganz kurz nach Walter, in der Hoffnung, dass er doch noch auftaucht.
So. Anleitung schmeißen wir hier dazu. Nee. So, Walterli. Wo bist du? Hallo? Das ist mal rein. Weiß jemand, wo Walter ist, zufällig? Oder bin ich an dem schon zigmal vorbeigelaufen? Liebe Leute, sagt's mir. Klärt mich auf. Falls irgendjemand Walter gesehen hat, schreibt's bitte in die Kommentare. Fände ich jetzt doch mal spannend zu wissen, wo der sich rumtreibt. Jetzt sehen wir nicht, dass der hier hinten am Strand umherlungert. Nein, macht er nicht. Walter, du Nüsschen, wo bist du? Ja, aber zu Hause ist er auch nicht. Mann. Walterli, wo treibst du dich rum? Wo treibt sich der gute Walter rum? Es ist so Mäusemelken, Freunde der Sonne. Und dann dackelt er wieder im Museum rum. Aber haben wir die Zeit, ihn jetzt noch zu finden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Wir düsen ihn jetzt einfach mal weiter und hoffen, dass wir über ihn drüber stolpern. Aber ich bin da eher schlechter Dinge. Dann laufen wir halt kurz ins Museum. Oder erstmal kurz in den Laden. Vielleicht ist er im Laden. Hoffentlich. Walter, bist du im Laden? Bitte, 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 bitte. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir gehen kurz im Museum nach ihm gucken. Aber nur ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Ganz, 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 ganz kurz. Aha! Da steht er rum und singt. Walter, du bist eine Nuss. Immerhin ist er nicht im Museum. Oh, danke schön, Walter. Jetzt darfst du... Es ist super witzig, wie Walter da steht. Als ob er jeden Moment singen würde. Ja, Walterli. Alles fresh hier. Nun ja gut. Ja, Walter. oh Mann ey. Tja, Freunde der Sonne. Oh, ich sehe ein Geldbäumchen. Ich sehe ein Geldbäumchen, da gehe ich dann gleich mal hin. Aber gut, Freunde der Sonne. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht auch. ja. Wenn ihr keine Folge dann mehr verpassen möchtet, dann, ja. Was macht man, wenn man keine Folge mehr verpassen will? Genau. Man aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal, damit man Benachrichtigungen bekommt. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das tun würdet und regelmäßig reinschaut. Und ansonsten, guckt gerne auf Discord vorbei. Der Akai und ich haben einen Discord-Server, für die, die es noch nicht wissen, wo wir uns über eigentlich sämtliche Spiele, die wir so Let's Playen, austauschen, aber auch über Allgemeines können wir da quatschen. Und eben auch über Animal Crossing. Wir haben ein eigenes, wie nennt sich's? Auf unserem Discord-Channel einen eigenen Abschnitt für Rübenhandel. Da können wir dann immer regelmäßig unsere Preise reinposten. Und wenn wir Glück haben und jemand hat einen guten Preis, dann handeln wir ein bisschen und kommen beieinander vorbei und verkaufen die Rüben. Deswegen kommt da doch sehr, sehr gerne vorbei. Ihr müsst nur, wenn ihr dann
drin seid, die Regeln lesen und bestätigen und dann werdet ihr auch schon freigeschaltet. Ja, Link dazu und zu sämtlichen anderen Social Media Kanälen findet ihr in der Infobox. Samstags sind Akai und ich immer am Stream. Akai ist auch donnerstags immer am Stream. Da könnt ihr auch gerne bei ihm mal vorbeischauen. Links zu unseren Twitch-Kanälen findet ihr ebenfalls in der Infobox. Und auch einen Link zu Akai findet ihr in der Infobox. Ja. Fehlt noch irgendwas? Ich glaube tatsächlich nicht. Den Samstag, der für euch jetzt kommt, vor Ostern, werden wir voraussichtlich nicht streamen. Mal gucken, ob wir vielleicht freitags dafür stattdessen streamen. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir jetzt mal bequatschen erstmal, wie wir das machen wollen. Aber ja, voraussichtlich wird jetzt zu Ostern der Stream ausfallen. Und ja, ich denke, das war's. Damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Donnerstag. Stresst euch nicht so sehr. Kommt gut ins Osterwochenende rein. Und ja, ich hoffe, euch stresst der Häschentag nicht so sehr, der gerade am Laufen ist. Wie gesagt, ich nehme eine Woche früher auf, deswegen ist bei mir noch kein Häschentag. Aber ja, lasst euch nicht zu sehr stressen. Ja, bis morgen dann.